Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal in einem etwas anderen Outfit. Denn heute möchte ich euch etwas erzählen über Schamanismus. Ich bin selber praktizierend, sage aber gleich voraus, dass ich keine Ausbildung gemacht habe, sondern der Schamanismus hat mich einfach gerufen. Und so, ja, sollte es eigentlich in der Regel auch sein. Ich denke mir, jeder kommt irgendwann im Laufe seines Lebens an den Punkt, wo er merkt, dass ihn etwas anspricht, dass er beginnt, für etwas zu brennen, und dann begibt er sich auf die Suche. In meinem Fall war es so, dass ich dieses wunderbare Buch, der Titel ist jetzt leider spiegelbildlich, von Michael Harner, Der Weg des Schamanen. Das ist eigentlich sozusagen die Grundlagenbibel. Michael Harner selber ist Ethnologe und hat viele Jahre bei südamerikanischen Schamanen verbracht, ich glaube in Ecuador. Und dieses Buch hat mich damals einfach angesprochen, als ich mal zu meiner Münchner Zeit in meinem Lieblings-Esoterikladen im Oneness World unterwegs war und dann, ich habe keine Ahnung gehabt von Schamanismus, aber es hat mich einfach dahin gezogen. Und ich habe dann mir die Trommel-CDs dazu gekauft. Der nette Händler hat mich halt wirklich umgehend informiert und dann habe ich einfach losgelegt. Das Wesentliche beim Schamanismus ist der Kontakt mit der Anderswelt. Und Schamanismus ist eigentlich auch mehr oder weniger eine Lebenseinstellung. Jeder, der sich ernsthaft mit Schamanismus befasst, wird merken, dass eigentlich sein ganzes Leben sich dadurch verändert, vor allen Dingen der Blick auf das Leben. Und insbesondere in unserer, ja, durchtechnisierten Welt, wo alles rational erklärbar sein muss, wo wir wirklich fast schon eine Diktatur der Wissenschaften haben, ist ein spirituelles Vakuum entstanden. Und aus diesem spirituellen Vakuum heraus begeben sich viele Menschen auf die Suche und wollen Antworten finden auf viele, viele Fragen. Wenn wir uns Kinder anschauen, dann wissen die Kinder ganz genau, dass alles belebt ist, dass Steine leben, dass es Elfen, Kobolde, das kleine Volk geben, weil sie es auch sehen können. Während bei uns durch die rationale Ausbildung, die wir in der Schule haben, wo es halt nur um mathematische Fähigkeiten geht, auswendig lernen und all diese Themen, verlernen wir das. Und irgendwann kommt der Punkt in unserem Leben, wo wir uns wieder erinnern, wo wir auch einfach merken, so geht es nicht weiter in meinem Leben, ich möchte etwas ändern. Viele begeben sich dann auf die Suche und, ja, weil es gerade tatsächlich eine Art Modegag ist, machen viele eine schamanische Ausbildung. Es ist eigentlich so, dass wir keine Ausbildung brauchen, sondern wenn wir dazu berufen sind, kommt es einfach. Wir können gar nichts dagegen tun. Also wir spüren einen Sog. Und das ist ja genau das, was wir jetzt gerade erleben, weg vom Druck hin zum Sog. Und alles, wofür wir brennen, das ist Teil unseres Seelenplanes. Und bei mir ging es halt los eben nur 2008 mit diesem Buch von Michael Harner. Und ich hatte damals noch in der Mietwohnung gewohnt, deswegen habe ich natürlich keine Trommel gehabt, sondern meine CDs, mit denen ich halt anfing. Der wesentliche Aspekt ist die sogenannte Reise. Wenn wir eine schamanische Reise machen, dann wechseln wir unseren Bewusstseinszustand vom Tagesbewusstsein hin zu einem, ja, tranceähnlichen Zustand. Und ihr kennt mit Sicherheit Filme, weil der Schamanismus tatsächlich in allen möglichen Kulturkreisen auftaucht, wo Menschen intensiv tanzen und zum Beispiel durch den Tanz in so eine Art Trance geraten. Ich möchte einfach ein bisschen kurz zu mir erzählen. Ich habe ja verschiedene Bücher natürlich gelesen aus verschiedenen Kulturkreisen, weil das Spannende ist tatsächlich, dass der Schamanismus auf der ganzen Welt auftaucht. Also ich habe hier zum Beispiel auch ein ganz großartiges Buch, was ich jedem empfehlen kann. Angelika Selina Braun, Taguari. Das Leben findet seinen Weg. Ach, wie gesagt, tut mir leid, dass es halt spiegelverkehrt dargestellt wird. Aber dieses Buch hat mich unglaublich fasziniert. Da geht es um den kolumbianischen Schamanismus. Da geht es um einen Mann aus dem Westen,
aus Kolumbien, der auf der Suche nach Fellen von besonderen Tieren sich im Urwald verirrt hat und dort auf die Piapoco-Indianer stößt. Und er fragt, wo kann ich hier Jagdgründe finden? Und dann bekommt er Ayahuasca zu trinken. Und es ist für ihn ein totaler Höllentrip, weil ihm gezeigt wird, wie verkehrt sein Weg ist. Er wird dann tatsächlich von diesem Stamm aufgenommen und lernt dort 8 Jahre bei ihnen und lernt auch wirklich die schamanische Tradition. Absolut faszinierend, weil tatsächlich in dieser schamanischen Tradition, wenn man das ernsthaft anwendet, dann sind wir wirklich in der Lage, Zeit und Raum zu überwinden und Dinge zu tun, die eigentlich jenseits unseres Verstandes sind. Also ich habe vor Jahren zum Beispiel auch mal einen Film angeschaut, Unterwegs in eine andere Dimension. Das ist ein Dokumentarfilm gewesen von einem Deutschen, der in der ganzen Welt Schamanen beobachtet hat, wie sie arbeiten und wie sie vor allen Dingen heilen. Und ja, man kann Kraft des Geistes, Kraft der 4 Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, alle Krankheiten heilen. Und der Taguari beschreibt zum Beispiel, dass er seinen ersten Auftrag bekam durch ein junges Mädchen, die von einem Jaguar angefallen war und am Fuß eine schwere Wundverletzung hatte. In unserem Kulturkreis hätte man es nähen müssen, desinfizieren müssen und alles Mögliche. Im Dschungel geht das natürlich nicht. Und er hat 1 Stunde gebraucht und die Wunde war komplett verheilt. Und ich finde es sehr interessant, weil ähnliche Dinge hört man auch aus anderen Kulturkreisen, insbesondere zum Beispiel Tibet. Also in meinem Fall ist es so, dass ich mich sehr stark hingezogen fühle zu Tibet und ich mit Sicherheit dort mal eine Inkarnation gehabt habe, wo ich das sehr intensiv gelebt habe, insbesondere die Bön-Tradition. In der Bön-Tradition ist im Buddhismus noch sehr viel von dieser alten schamanischen Kultur übrig geblieben. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Fliegen, die Teleportation und die Fähigkeit, mit Tierwesen, mit Tiergeistern zu kommunizieren. Und in Sibirien ist ebenfalls eine sehr intensive schamanische Tradition vorhanden. Und das Gleiche gilt natürlich für Nordamerika durch die Ureinwohner, natürlich auch die Ureinwohner Australiens, die Maori auf Neuseeland und vor allen Dingen die germanische Kultur ist sehr reich an schamanischer Tradition. Was gehört zum Schamanismus? In erster Linie der Kontakt mit der Anderswelt, sprich mit den Wesenheiten aus anderen Dimensionen. Man könnte auch einfach sagen, ja, wir leben nicht alleine hier als einzige Rasse, als einzige intelligente Rasse, sondern in anderen Dimensionen gibt es noch sehr viele sogenannte außerirdische Rassen, wie zum Beispiel eben dieses kleine Volk, die Elfen, die Feen, Einhörner. Das gehört alles mit dazu, was wir in unserem Kulturkreis alles vollständig gebannt haben in die Märchenwelt, in die Fantasywelt. Und trotzdem hat jeder eigentlich ein Sehnen danach, sonst wären Filme wie Herr der Ringe nicht so populär. Wir erinnern uns, ja, wir erinnern uns daran, wie wir als Kinder waren und für uns ist das eine Realität. Und all das ist immer noch da und es bricht wirklich hervor. Das ist auch der Grund, warum ja eben viele Menschen diese schamanischen Ausbildungen machen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir uns damit von unserem eigenen Kulturkreis hier im Westen lösen. Und man könnte jetzt böse sein und sagen, es ist eine Form von spirituellem Kolonialismus. Aber wie gesagt, ich habe volles Verständnis dafür, dass Menschen Ausbildungen machen dahingehend, dass sie eben sagen, ich möchte das gerne richtig lernen. Weil es ist ja auch eine wichtige Sache, weil wir merken ja jetzt gerade, dass unsere Schulmedizin es eben nicht gut meint mit uns, dass es da nicht um Heilung geht, sondern um Geldschneiderei. Weil für die Pharmakonzerne ist nur ein kranker Mensch wirklich gut, weil man nur dann Geld verdienen kann. Und deswegen sehnen sich so viele zum Schamanismus, einfach weil man alternative Heilmethoden hat. Was auch damit ist, dass man eben mit Tieren in Kontakt tritt, insbesondere mit dem eigenen Tiergeist. Und ich denke wirklich, oder ich rate jedem, der sich berufen fühlt, diesen schamanischen Weg zu gehen, hört einfach auf eure innere Stimme, lasst euch führen. Ihr werdet merken, wer euer Krafttier ist. Manchmal kann es auch wechseln. Das Krafttier ist nämlich unser Begleiter auf dieser schamanischen Reise in die Anderswelt.
wo wir eben Heilung schenken können für einen anderen Menschen, wo wir aber auch unser eigenes Leben von einer Vogelperspektive, einer Adlerperspektive aus betrachten können, wo wir auch durchaus Informationen über die Zukunft bekommen können im Kontakt mit den Wesen, die uns in der Anderswelt begegnen. Ja, es ist so, dass natürlich bei uns in Deutschland vor allen Dingen oder im deutschsprachigen Raum die gesamte Kultur der Germanen verloren gegangen ist, einfach durch die Christianisierung, die ja mit brutalster Gewalt durchgeführt wurde. Und deswegen gibt es eigentlich keine Lehrer mehr. Das heißt, wir sind eigentlich darauf angewiesen, Hana beschreibt es als Kor-Schamanismus, uns tatsächlich von anderen Kulturkreisen die Ausbildung geben zu lassen oder eben es ja auf eigene Art zu tun, so wie ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe. Ich habe einfach ein offenes Herz gehabt und habe mich führen lassen. Und meine Ausbildung wurde ausschließlich durch die, ja, durch meine Geistwesen in der Anderswelt gemacht. Da ist zum Beispiel die Hüterin des Feuers, die in einer Jurte sitzt. Also ich schätze mal, dass ich auch in der Mongolei vielleicht mal gelebt habe, die sich mir einfach offenbart. Ich habe die nicht gerufen, sondern sie kam einfach. Und so kommen auch verschiedene Utensilien. Zum Beispiel habe ich bei einer Wanderung den Unterkiefer einer Gämse gefunden. Der lag einfach in einem Bach und ich habe mich wirklich gewundert, dass das so gut erhalten war. Und dann habe ich gespürt, wow, da ist mein Tiergeist. Und dann tatsächlich einige Jahre später hat mir ein Jäger einen Schädel geschenkt von einer Gämse. Ich weiß, dass wahrscheinlich jetzt ganz viele Aah schreien und sagen, um Gottes Willen, das arme Tier ist getötet worden. Aber damit fängt es nämlich schon an. Der im Schamanismus wird so gar nicht gewertet, sondern ein Tiergeist offenbart sich uns und verbindet sich mit uns, damit wir Kraft seiner Weisheit auf diesem Pfad des Schamanismus oder auch bei der Reise in die Anderswelt unsere Erfahrungen sammeln. Wenn man jetzt in anderen Kulturkreisen geht, hat man natürlich auch andere Utensilien. Das wichtigste Utensil, und was es wirklich in allen Kulturkreisen gibt, das ist die Trommel. Ich zeige euch mal einfach mal meine Trommel. Das ist zum Beispiel eine nepalesische Trommel. Also ihr seht, ich habe einen Bezug zu Nepal. Und ich habe dann mir mal vor Jahren im Landkaufhaus Meier in Sixdorf eine wunderschöne Trommel aus Ziegenleder gekauft, die ich dann ein bisschen dekoriert habe, eigenständig. Und dann hat mir noch ein sehr netter Schnitzer aus dem Tauerntal einen Pferdeschweif dran für mich hergestellt, gebunden. Und natürlich, ich sammle Federn und die kommen dann auch mit rein. Und das Wichtige bei der Reise, beim Trommeln, das schreibt auch der Michael Hana, sind die Schläge. Ich meine, ich werde jetzt hier keine Reise machen, sondern einfach nur mal kurz vorstellen. Und es ist ein gleichmäßiger Trommelschlag, den man macht. Und zwar mit 120 bis 140 Schlägen pro Minute. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bei so einem Rhythmus der Mensch in einen tranceähnlichen Zustand kommt. Und der Vorteil bei einer Trommelreise ist, dass der Bewusstseinszustand wach ist. Es ist also anders, als wenn man jetzt Drogen nimmt, wie LSD oder Marihuana oder eben Ayahuasca. Da ist man einfach eine Zeit lang auf dem Trip. Ich mal kurz auf, sonst kann ich mich schlecht konzentrieren. Und mit diesem Instrument, mit diesen gleichmäßigen Schlägen, kommt man eben in diesen tranceähnlichen Zustand und verliert sozusagen das Bewusstsein für die Alltagswelt und der Geist öffnet sich für die parallelen Universen. Es mag jetzt vielleicht für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt hat, ein bisschen skurril wirken, dass es andere Dimensionen gibt, die man bereisen kann mit seinem Körper oder seinem Geist. Aber wir sind ja jetzt gerade in der Phase des Erwachens, wo ja einfach Zeit und Raum sich auflöst, wo ein höheres Bewusstsein entsteht und wo wir auch sehen, dass es durchaus andere Ebenen gibt, die ja
auch Teil des menschlichen Geistes sind, weil wir nutzen ja auch nur 8% unseres Gehirns. Und diese Gesellschaftsform, dieses grauenerregende System, was wir haben, ist darauf angelegt, dass wir immer unten gehalten werden, dass wir eigentlich nie überhaupt in unsere göttliche Kraft hineinkommen. Und Schamanismus ist wirklich ein Weg auf ganz liebevolle Art und vielleicht auch manchmal ein bisschen abenteuerlich, in diese anderen Dimensionen zu reisen. Die sind real, die sind da und können eben Kraft des Geistes gemacht werden. Also es ist nicht so, wenn euch Bilder auftauchen, dass das Illusionen sind, sondern es ist tatsächlich eine völlig andere Welt. Eben so wie wir das beim Herr der Ringe sehen oder bei den ganzen Märchen. Die kommen ja auch nicht von ungefähr. Alle Märchen haben irgendwo eine tiefere Bedeutung und einen extremen Wahrheitsgehalt. Und wie gesagt, deswegen interessieren wir uns so dafür. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Gut, wenn wir auf die Reise gehen, wenn ihr das erste Mal eine Reise macht, dann empfehle ich euch, dass ihr mit einer CD anfangt. Und zwar idealerweise die von Michael Harner. Die sind genau getaktet. Wenn ihr das selber machen könnt, könnt ihr das auch tun. Michael Harner beschreibt es so, dass es eigentlich nicht möglich ist, selber zu trommeln. Aber ich sage immer, man sieht überall die Schamanen, die selber trommeln. Und ich habe selber sehr gute Erfahrungen gemacht, weil man merkt, je nachdem, was man tut, wenn man jetzt zum Beispiel eine Heilarbeit macht, was ich ja auch mache, kommt es unter Umständen an eine Situation, wo man sehr viel Energie braucht, wo man sehr viel Kraft aufbauen muss, um jetzt zum Beispiel negative Energien aus einem Körper herauszuholen. Und da ist es notwendig, dann den Takt ein bisschen zu verstärken. Und das geht natürlich nicht, wenn ich etwas Vorgefertigtes habe. Also da ist der individuelle Pfad natürlich nicht. Aber als Einstieg ist es ideal, was ich wirklich auch jedem empfehlen kann. In meinem Fall ist es immer so, wenn ich schamanisch arbeite, dass ich erstmal, bevor ich anfange, erstmal ruhig atme und überlege, in welchen Raum möchte ich gerne gehen. Ich habe eben aufgrund meiner wahrscheinlich früheren Leben mehrere Ebenen. Also ich bin mit den germanischen Ebenen sehr stark verwurzelt, wo es dann auch um die Runen geht zum Beispiel. Über die Runen werde ich nochmal ein eigenes Video machen. Dann natürlich Tibet. Ich habe zum Beispiel auch hier meine, habe ich auch mal bekommen, ganz magisch, einen sogenannten Purpa-Dolch zum Festnageln der Dämonen und hier eine Katika. Das ist sozusagen eine, ja, wie so eine Art Axt, mit der man eben auch dunkle Energien bannen kann. Der Katika, hier dieser Purpa-Dolch, der wird in eine Schale mit Reis gehauen und damit sollen halt die dunklen Wesenheiten ferngehalten werden. Ich erzähle jetzt nichts über die Symbole, weil das würde jetzt zu weit führen. Das soll ja heute nur eine Einführung sein. Ich werde vielleicht mal ein Video machen, speziell über den tibetischen Buddhismus, weil im tibetischen Buddhismus eben sehr, sehr viel altes schamanisches Wissen vorhanden ist. Man braucht eigentlich nicht allzu viel Mittel, das wie gesagt wichtigste Mittel ist die Trommel. Was ich immer nehme, ist eben mein Schädel natürlich, um eine Verbindung aufzubauen zu meinem Krafttier, eben der Gämse. Ich habe einfach einen Bezug zu den Bergen, auch wenn ich momentan nicht mehr so oft in die Berge gehe. Aber das hat andere Gründe. Und ich habe dann hier zum Beispiel meinen Teil eines Rückgrats gefunden. Und im Schamanismus verliert man die Angst vor dem Tod. Ist ein bisschen skurril für unsere zivilisierte Welt, wenn man dann so etwas findet, aber ihr werdet merken, ihr werdet immer feinfühliger werden, wenn ihr anfangt damit. Und auch die Mineralwelt gehört natürlich dazu. Mineralien, so wie Bergkristalle zum Beispiel. Der Bergkristall ist eines der wichtigsten Steine, die auch in allen Traditionen im Schamanismus verwendet wird. Einfach als Begleiter, als ein Katalysator, als ein Weisheitsstein, als ein Stein, mit dem man Energien lenken kann, auch als Kraftstein, als Talisman und dergleichen mehr. Wenn wir auf die Reise gehen, ist es so, dass wir
in der Regel in eine Art Tunnel hineinkommen. Das kann entweder eine Felsspalte sein, das kann ein alter Baum sein. Und wir gehen damit ganz tief in die Erde. Ist natürlich jetzt sehr interessant für alle, die sich mit der Innererde beschäftigen. Da gibt es ja auch ganz interessante Bücher. Die Christa Jaslinski, die hat ja sehr viele Bücher dazu geschrieben, weil eben ihr Mann regelmäßig Kontakt hatte. Und da finden wir tatsächlich eben durchaus eine Verbindung zu den schamanischen Traditionen. Und, aber dazu, zu der Geschichte könnte ich dann später noch ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall, wenn wir uns auf die Reise begeben, dann in meinem Fall ist es halt so, dass ich erst gereinigt werde, was ich auch jedem anderen empfehle, dass ihr, bevor ihr anfangt, erstmal eine bewusste Zäsur setzt zwischen eurem Alltag. Also ihr solltet nicht auf die Reise gehen, wenn ihr sagt, oh, ich habe nur eine halbe Stunde, weil da muss ich zum Bus, um meinen Freund zu besuchen, sondern wirklich euch Zeit nehmen und einen heiligen Raum schaffen und wirklich ein kleines Ritual machen. Und Ritual bedeutet jetzt nicht, dass ihr eine Anrufung macht, sondern einfach nur eine Zäsur und sagt, okay, jetzt ist die Zeit, wo ich eine schamanische Reise mache. Und bei mir passiert das dann zusätzlich noch geistig, dass ich halt dann irgendwie in so eine Art Becken hineingeführt werde und oder unter einem Wasserfall stehe und dusche und einfach so alles erstmal abfallen lasse, was wir so im Alltag an Kummer, an Sorgen, an Gedanken, an Aufregung oder Ähnlichem haben. Und dann geht es weiter, dann komme ich in die Tiefe der Erde. Und da ich natürlich einen Bezug zu Mineralien habe, zeigen sich mir immer die Mineralgeister. Also wenn man sich ein bisschen mit der Alchemie der Steine beschäftigt, und das ist eben halt ja auch etwas, was wir im Schamanismus haben, dieses Bewusstsein oder diese Bewusstheit darüber, dass alles belebt ist, das Pflanzenreich, das Tierreich, das Mineralreich, dass alles durchwoben ist von einem heiligen Geist und jeder Geist für sich separat steht. Und dann taucht bei mir zum Beispiel der König der Smaragde auf oder der Amethystgeist, der Bergkristallgeist oder andere Geister, je nachdem, welcher Stein jetzt auch gerade für mich für diese Reise notwendig ist. Und dann ist es so, dass ich dann in einen tieferen Zustand hineinkomme durch mein Trommeln und dann herausgehe aus dieser dunklen Höhle innerhalb der Erde. Und dann bin ich meistens oben, entweder in einem Wald oder auf einer Steppenlandschaft wie in der Mongolei. Und dann habe ich entweder ein Pferd oder ich gehe zu Fuß, habe dann meine Begleiter, meine Tierbegleiter und gehe dann eben zum Beispiel dann zu dieser Hüterin des Feuers, von der ich schon erzählt habe. Und ja, mit denen kann ich halt reden. Bei mir ist es damals angefangen, eben mit diesen Trommel-CDs, die ich gemacht habe. Und das ist, deswegen kann ich euch wirklich nur ermutigen, lasst euch Zeit und seid geduldig. Ich habe am Anfang gar nichts gesehen, sage ich ganz ehrlich. Ich wusste zwar, dass ich einen Bezug dazu habe, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich bin manchmal eingeschlafen bei den CDs, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass eben die Wesenheiten auftauchten und irgendwann sagten sie dann zu mir, du kannst uns Fragen stellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das Interessante ist, bei meinen geistigen Führern oder diesen Wesenheiten, die mir da in der Anderswelt begegnen, dass sie nie meinen freien Willen nehmen, dass sie mir nie etwas aufzwingen, sondern mir eigentlich eher helfen, dass ich in meine eigene Weisheit finde. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas frage, dann wird gesagt, die Antwort kennst du. Und sie stehen mir nur zur Seite, damit ich interpretieren kann, wenn ich halt Fragen zu bestimmten Symbolen habe. Weil in der geistigen Welt ist es in der Regel so, dass man über Symbole und über Bilder mit einem kommuniziert und weniger über Worte oder Gedanken. Ja, und dann frage ich und meine Hüterin des Feuers, die führt mich dann immer zu einem schwarzen Brunnen oder zu einem Becken, was schwarz ist. Und das bedeutet keine Wertung in dem Moment, sondern es geht einfach nur darum, dass ich besser sehen kann. Und das ist auch der Grund, warum Schamanen oft ihre Augen verbinden oder etwas darum machen. Das ist bei mir auch der Fall, weil wenn es ganz dunkel ist, dann kann ich besser sehen. Hört sich verrückt an, aber ich sehe tatsächlich besser in der Anderswelt. Das ist im Prinzip so wie im Kinosaal. Da seht ihr das Bild auf der Leinwand auch besser, wenn der Kinosaal absolut abgedunkelt ist.
Ja, und so bekomme ich dann meine entsprechenden Antworten. Und man merkt, wenn die Reise vorbei ist, dann gehe ich wieder zurück durch diese Höhle und dann verabschiede ich mich von allen, die mir geholfen haben. Und dann mache ich drei Schläge, zeige es euch dann einmal, die ich dann mache, um einfach wieder ins Tagesbewusstsein zu kommen. Das ist dann so. Und damit ist euer Geist so weit, dass ihr die Ebenen verlassen könnt und dann kommt ihr wieder in euer Alltagsbewusstsein. Und eben das ist das Schöne beim Schamanismus. Man hat die volle Kontrolle, man kann auch jederzeit aussteigen, weil es kann unter Umständen sein, dass man auch den dunklen Wesen begegnet. Also ich war schon sehr oft in der Unterwelt und habe Dämonen gesehen. Wichtig ist, dass man dann keine Angst hat, sondern sich ihnen stellt. Manchmal sind es auch einfach eigene Schatten, die man noch hat. Irgendwelche Ungereimtheiten, Schamgefühle und dergleichen mehr, weil natürlich unser gesamtes Kultursystem ist auf Schuld aufgebaut, auf Scham aufgebaut, auf alles aufgebaut, damit wir ja nicht in unsere göttliche Kraft kommen. Man kann es auch als Egregoren bezeichnen. Ist ein Begriff, den ich auch erst jetzt kennengelernt habe durch die Katharin Turner. Und es gibt auch ein ganz tolles Buch dazu. Es gibt eigentlich so einmal immer tolle Bücher. Man könnte eigentlich den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und nur lesen, weil es einfach so faszinierende Sachen gibt. Ja, und wie gesagt, man verabschiedet sich dann. Und Schamanismus ist wirklich etwas, was man sehr ernst nehmen sollte. Man sollte auch aufpassen, bei wem man eine Ausbildung macht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mehrere Leute jetzt schon auch als Klienten dann gehabt, die sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Viele Schamanen, gerade in den anderen Kulturkreisen, nutzen es schamlos aus. Auf gut Deutsch gesagt, verarschen sie uns. Ich sage es ganz ehrlich, das wird auch hier sehr deutlich in dem Buch Taguari gesagt. Da wird eindeutig davor gewarnt, dass gerade bei Ayahuasca, das ist ja auch gerade so sehr hip und sehr modisch, dass man aufpassen muss, unter welchen energetischen Bedingungen etwas gemacht wird. Ich meine, das gilt eigentlich für alles. Ob ich jetzt koche oder ob ich Schmuck mache, es trägt ja immer meine Energie. Also wenn ich zum Beispiel Edelsteinschmuck mache, dann kann ich das nur machen, wenn ich gesund bin. Also ich darf nicht irgendwie eine Erkältung haben oder ähnliches und wenn ich voll und ganz in meiner Mitte bin. Das Gleiche ist übrigens auch bei Videos. Ich kann keine Videos machen, wenn es mir nicht gut geht, weil ich automatisch diese dunkle und negative Energie weitergeben würde. Und das kann ich natürlich nicht verantworten. Und das Gleiche gilt eben auch für solche Dinge und da noch insbesondere noch viel, viel mehr. Und das Gleiche ist auch mit den Trommeln. Auch die Trommel, es kommt eh alles zu euch. Ihr braucht da nicht wirklich euch anstrengen. Das ist das Schöne dabei. Wenn ihr berufen seid zum Schamanismus, es kommt alles zu euch. So war es in meinem Fall auch. Ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Ich habe nur zweimal eine Schamanin konsultiert, weil ich mal ein Problem hatte und mir die Frau einfach unglaublich sympathisch war und ich habe viel gelernt durch sie. Und den Rest habe ich halt einfach durch die geistige Welt. Ich habe mich immer führen lassen. Und man lernt, seinem Herzen zu vertrauen, seiner Intuition zu vertrauen. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Und wie gesagt, wenn man etwas Unangenehmes sieht, man macht einfach die Augen auf und ist draußen. Wenn man jetzt zum Beispiel Ayahuasca nimmt, dann ist man 8 Stunden auf dem Trip. Und das kann unter Umständen brutal hart sein. Was ich auch empfehle, und deswegen bin ich ja eigentlich nicht so der Freund von, ja, ich mache meine Ausbildung beim Lakota-Indianer. Wir haben unseren eigenen Kulturkreis. Und mit unserem eigenen Kulturkreis meine ich insbesondere unsere eigenen Geistwesen. Eine Eiche, eine deutsche Eiche oder österreichische Eiche, schweizerische Eiche, hat eine bestimmte Ausstrahlung. Während jetzt in Arizona es keine Eichen gibt. Das heißt, in deren Kultur gibt es einfach die Tiere und die Pflanzen, die bei ihnen in der Landschaft vorhanden sind. Wenn wir uns dieser Geister bemächtigen, entführen wir sie quasi. Wir haben hier unsere eigenen Geister. Wir haben unsere eigenen Pflanzen. Zum Beispiel als ganz wunderbares Räucherwerk, ist der Beifuß geeignet. Beifuß wächst überall an Bahndämmen, an Flussufern. Oder in Steinbrüchen, überall da, wo es relativ trocken ist und sehr sonnig,
findet man Beifuß. Und das ist eine absolut magische Pflanze, die sehr gut genutzt werden kann, um Klarheit zu finden. Beifuß wird immer geräuchert, wenn es um das Thema Überschreiten von Dimensionen geht, zum Beispiel auch bei der Geburt. Ich habe ja in meinem Geschäft, das ich damals hatte, war mal ein junger Mann, der Beifuß gekauft hatte, weil sie eine Hausgeburt erwartet haben. Also ein Kind sollte geboren werden und sie wollten das zu Hause zur Welt bringen, was ich ganz wunderbar finde. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und jedenfalls haben sie den Raum ausgeräuchert mit Beifuß, weil damit der Weg geebnet wird von der einen Dimension in die andere Dimension. Und das Gleiche macht man auch beim Sterben, bei Krankheiten oder eben generell, wenn man etwas zu reinigen hat. Und dafür ist Beifuß wunderbar geeignet. Das ist eine Pflanze einfach aus unserem Kulturkreis, die hier wächst, weil wir immer auch verbunden sind mit unserer Heimat. Und so sollten wir uns auch verbinden mit den Pflanzen und Mineralgeistern unserer Heimat. Und man bekommt durch den Schamanismus ein ganz anderes Gefühl dafür. Man geht nicht mehr so achtlos dadurch, durch die Berge oder durch eine Seenlandschaft und sieht das jetzt nur als Freizeitarena oder als Arena, wo man jetzt irgendein Rockkonzert machen kann, sondern man sieht es einfach als einen Platz, wo wir als Mensch inkarniert sind und hier zu Hause sind. Und ihr werdet merken, wenn ihr euch mit diesen Pflanzengeistern und den Naturgeistern aus eurer Region verbindet, bekommt ihr eine tiefere, ja, eine wesentlich tiefere Arbeitsmöglichkeit, als wenn ihr euch also internationaler Pflanzen oder ähnlichem bedient, die ihr gar nicht kennt, weil keiner von uns weiß, wie weißer Salbei wächst, weil es den hier nicht gibt. Den gibt es in Kalifornien, aber nicht hier. Und deswegen ist es gut, wenn ihr eure eigenen Pflanzen räuchert. Aber über das Thema Räuchern könnte man jetzt noch mal ein ganz anderes, ein weiteres Video machen. Also mir fällt immer wieder was Schönes ein, was ich euch darstellen kann. Ja, jetzt habe ich einiges dazu erzählt. Was ich noch kurz erwähnen möchte, was auch zum Schamanismus gehört, das ist die Arbeit mit Kristallschädeln. Ich muss zugeben, ich habe da jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Aber das kommt auch. Wie gesagt, alles kommt zur rechten Zeit. Ich weiß halt nur, dass die Germanen mit Schädeln kommuniziert haben, mit der Anderswelt und mit den Ahnen. Also auch hier haben wir natürlich, dadurch, dass ja der Tod dargestellt wird, das Gleiche haben wir auch im Buddhismus. Wenn man sich dann zum Beispiel hier anschaut, ja gut, bei dem sieht man es jetzt nicht so, aber ich habe zum Beispiel eine Katwanga und da werden die vier Verwesungsstadien dargestellt. Bis hin zum Skelett, weil es einfach ein Transformationsprozess ist, so ähnlich wie bei der Karte der Tod im Tarot. Man fürchtet sich in unserem Kulturkreis vor dem Tod, deswegen haben wir ja alle so Riesenprobleme. Und die Eliten nutzen das ja auch schamlos aus, um uns permanent in der Angst zu halten vor irgendwelchen Krankheiten. Ich will ja jetzt auch nicht weiter eingehen, weil sonst werde ich unter Umständen gesperrt. Mir geht es einfach nur darum, euch zu zeigen, welche Möglichkeiten es beim Schamanismus gibt. Ich werde da mit Sicherheit nochmal vielleicht in den einen oder anderen Kulturkreis etwas tiefer einsteigen und euch da vielleicht nochmal was geben. Ihr könnt mich gerne mal anschreiben. Ich bin ja auf Facebook oder auch unter dieses Video Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr vielleicht auch mal eine schamanische Reise mit mir buchen möchtet. Können wir das auch gerne machen. Natürlich ist das dann eher was für die Leute hier aus der Region. Ich wohne ja in Tirol. Aber ich kann natürlich schamanische Reisen auch über die Ferne machen. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Das funktioniert halt auch. Also das heißt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, irgendwelche Besetzungen, Ahnenthemen, dann kann ich euch da helfen. Wobei ich gleich sage, ich habe das Ziel, dass ich nur eine Hilfe zur Selbsthilfe gebe. Ich kann nicht in euer Karma eingreifen und euch das wegmachen, wie das eben die Ärzte ja so schön tun wollen, sondern mir geht es immer darum, euch dahingehend zu unterstützen, dass ihr es selber könnt. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr selber in eure Kraft und in eure Eigenverantwortung kommt, weil dann wird euer Leben vollständig gelingen, weil dann seid ihr nicht mehr Opfer, sondern eigenständige, freie, glückselige Wesen. Weil jeder von euch ist richtig und wichtig und in jedem von euch schlummern ungeahnte Fähigkeiten. Und über den Schamanismus kann man das halt durchaus, ja,
eruieren, fördern. Und vielleicht ist der Weg des Schamanen ja euer Weg. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, viel Erfolg und seid achtsam, seid wachsam und hört immer auf euer inneres Herz, auf eure innere Stimme und lasst euch führen. Lasst euch wirklich führen von eurem höheren Selbst, von euren geistigen Führern und von eurer Intuition. Dann könnt ihr nichts falsch machen. Ich wünsche euch wirklich alles erdenklich Gute und seid gesegnet im Frieden des Heiligen Hains. Dankeschön.